Willkommen zurück zu einer kleinen Infofolge Pokémon Go und Niantic lässt uns einfach keine Ruhe, denn das nächste Event ist gestartet, wenn man es so nennen will. Es läuft ja nur einen Tag und ihr habt sicherlich alle diese Ingame-Benachrichtigung bekommen. Nidorin und andere weibliche Pokémon erscheinen einen Tag lang häufiger. Klingt erstmal nach nichts. Wenn man genau drauf geht, sieht man, was dahinter steckt. Nidoran, Nidorina, Nidoqueen sind häufiger gesichtet worden. Ab 11. Oktober, 22 Uhr also, bis zum 12. Oktober, 22 Uhr, das hat also gestern Abend, 22 Uhr angefangen und geht bis heute Abend, also bis zum Freitag, 22 Uhr. Und nicht nur, dass weibliche Pokémon im Allgemeinen häufiger erscheinen, wie zum Beispiel auch weibliche Pikachu, Pipi, wohin genau. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Nidoran, Nidorina und Nidoqueen in schillernder Form zu begegnen. Also die sind jetzt als Shinies auch offiziell freigeschaltet. Des Weiteren gibt es auch Libiscus häufiger, was man sieht, wenn man mal sich umschaut. Überall sitzen plötzlich wieder Libiscus rum und die gibt es ja auch als Shiny, wie man weiß, schon seit längerem, aber konnte man natürlich kaum fangen, da die nirgendwo gespawnt sind, außer am Valentinstag. Und jetzt am Pokémon-Frauentag, nennen wir es mal, sitzen die auch wieder überall rum. Ja. Es wurden natürlich schon wieder ein paar gefangen. Aus unserer Gruppe wurde da wieder fleißig gepostet. Der Linke hat da frühes was reingehauen. Den Screenshot, den kann ich hier mal zeigen. Und Xtreme hat, glaube ich, auch eins bekommen. Aber der hat das gar nicht mitbekommen. Der hat einfach geklickert auf dem Weg zur Arbeit und hat das dann in seinem Beutel gefunden. Also vielleicht ist ja auch die Shiny-Rate erhöht, wenn das nur einen Tag läuft, dass man wirklich eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, da einen Shiny rauszubekommen, wenn man ein paar Nidorinas oder Nidorans fängt. Wäre sonst ziemlich komisch, dass das wirklich nur einen Tag läuft. Und die große Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, weil ich da gestern was gesehen habe, worüber viel diskutiert wurde, ob nun drei Events oder zwei Events gleichzeitig laufen. Denn eigentlich sind es ja zwei Events mit dem Psycho-Spektakel und jetzt diesem Frauentag, wie wir es mal nennen. Aber jemand hat gemeint, dass es ja eigentlich drei Events sind. Da ja seit Oktober auch Suicune in dem Feldforschungsdurchbruch verfügbar ist und damit alles unter das Thema Wasserfell, der ganze Oktober es in den Aufgaben Wasseraufgaben gibt, Wasser-Pokémon, dass auch so vermehrt Wasser-Pokémon gespawnt sind, wovon man leider dann nicht mehr so viel gemerkt hat, seitdem das Psychospektakel läuft und man jetzt natürlich auch von dem Psychospektakel weniger merkt, durch die normalen Pokémon wieder mit Nidoran, aber was sagt ihr dazu? Sind es gerade drei Events? Sind es gerade zwei Events? Kann man das als Event zählen, weil ja eigentlich jeden Monat ein anderer Forschungsdurchbruch da ist und natürlich auch die ganzen Aufgaben und die Pokémon etwas umstellt, die erscheinen. Also man könnte es schon so ansehen, dass das ja spezifisch für diesen Monat abgeschnitten ist und nach einem Monat gewechselt wird. Irgendwo haben vielleicht beide recht, vielleicht hat auch gar keiner recht, ist ja egal. Ich habe auf jeden Fall noch kein Shiny bekommen, aber habe auch noch nicht gezockt. Werde heute ein bisschen rumlaufen, werde mir mal anschauen, was es da so gibt. Und wenn ihr schon ein Shiny habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Pokémon-Frauentag. Also, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.